Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge möchten wir mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Ein paar alte Sachen wiederverwenden. Und ich habe mir mal dieses Teil hier angeschaut, den Portable Prospecting Tool. Das habe ich am Anfang ein bisschen falsch verstanden, als ich es mir da so durchgeflogen bin. Und zwar... dadurch, wie steht's now, that you have some tech, also nicht jetzt wortwörtlich übersetzt, so grob übersetzt, nachdem du einiges an Technik erlernt hast, hast du einen Weg gefunden, um Ärzte zu finden. Dieses Werkzeug hat die Chance, in einem Junk Ores zu finden. Und wenn du clever bist, kannst du damit Erze lokalisieren. Es ist nur sozusagen nicht möglich, dass du diese Sachen wieder aufladen oder reparieren kannst. So you have to make a new one each. Genau, und wenn halt er kaputt geht, dann ist er halt kaputt, ist er gebrochen. Also sozusagen wie ein Wrench. It does work better at higher tiers and lasts longer with better materials. Ja, das ist irgendwie klar. Also, ne? Es arbeitet besser, je höher das Tier ist und hält auch umso besser. And since it doesn't make a convent book likes the seismic prospector. Papa, you will have to keep track on your own as hours bound. Okay, and ein Buch, wo wie beim Seismic Prospector, wo drin steht, wo du welches Erz finden kannst. It can be hard to choose a good material for the basic prospector. Es ist sehr schwer, ein gutes Material für den Basic Prospector zu finden. Hier sind einige gute Auswahlmöglichkeiten für die Size, Search and Set Durability. Adit hat ein 5x5 und eine Durability von 4500. Damaskus hat 3x3 mit 5,6. Vanadium Steel hat 3x3 8400, weil Brand Alloy hat 17.700 und Shadow hat 5x5 mit 36.000. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, was damit 3x3 und 5x5 gemeint ist, weil ich vermute gerade, dass das ein Chunk ist. Weil hier steht gerade, each chunk successfully scanned costs 100 durability. Each failed chunk costs 25. Habe Glück. Dafür braucht man halt sozusagen jetzt ein Sulfuric Acid, man braucht Hydroxid, man braucht einen Kopf. Nicht wundern gerade, warum dass ich das auswähle. Stahlplatten, dann die Platten, wo man braucht. Also wir haben jetzt Vibrant genommen, weil das habe ich schon mal sozusagen vorbereitet, dass man ein bisschen mal vorankommt. Wo ist auch gerade ganz fleißig dabei, alles vorzubereiten, dass wir den Mann mit den drei Köpfen demnächst mal besuchen können. So, und dann habe ich jetzt hier einfach Hydroxid und Sulfuric Acid. Sulfuric Acid haben wir hinten. Hydroxid ist einfach im Chemical Reactor zweimal einmal Oxy, einmal Hydrogen. Dann zwei Circuits, dann Sensoren und wir haben einen Prospector Scanner MV mit 8400 Durability. Sehr schön. Das Witzige ist gerade, dass ich nur eine Zelle zurückgekriegt habe. Da zwei. Ich habe zwei verbraucht.
Das ist gemein. Okay, so, dann haben wir das mal als allererstes. So, dann brauchen wir als nächstes XP. Und XP gibt es ja mehrere Möglichkeiten und ich hätte gerne die XP Shower. Das heißt, ich brauche jetzt Iron Casings und ich brauche Small Steel Fluid Pipes. Small Steel Fluid Pipes, die waren hier, haben wir 5 Stück. Und dann haben wir noch zweimal Eisen. Nächste. Dann war das so und so und das war so. So, jetzt haben wir die XP-Schauer. Sehr schön. Geht gerade ab mit den Quests. Mal da dran. XP-Schauer, das ist sehr schön. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich diese Quest her habe. Kenne immer noch die Suchfunktion, aber die kommt erst noch. Da ist sie. Move to the tank with Abu. Bin noch gerade beim Überlegen, ob man den halt auch dann so aufbauen kann, dass man den abdreht. So, haben wir mal einen Griff zum Wegschmeißen gemacht. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall mal schon mal genügend Level. Was wir jetzt brauchen, ist von Bibliocraft. Da gibt es einmal die Reading Glasses. Dafür brauchen wir Glass Lens, Iron Ring, Iron Rod, Iron Bolt. Glass Lens. Glass Lens mache ich wie? Exquisite Glass Crystals oder Glass Paints? T. Glass Paints mache ich, glaube ich, im Extruder, ne? Glass Dust. Das müsste ich noch draußen haben, hoffe ich. Glas, das wäre, wo wäre ich? Ah, genau da, wo ich gesucht habe. Oder? Base. Die Lace schon so lange nicht mehr genutzt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, ob ich welche habe. Okay. So, dann brauchen dann sammeln wir jetzt die Brille zusammen. Das heißt, ich brauche jetzt große Rods, kleine Rods und Ringe. Große Rods haben wir. Kleine Rods haben wir. Ja, haben wir auch. Wrench. Mal nach oben, bitte. Als Brillengestell könnte ich mir halt so vorstellen. Eine Glaslens haben wir schon. Auch fertig.
Wäre ein Wunder gewesen, wenn ich mir das gemerkt hätte. Achso, Iron and Screw. Also bevor ich jetzt da, ne? Alles richtig. So, das heißt jetzt aber, ich muss das. Wo muss ich jetzt nicht einprügeln? Bubbles? Da bestimmt nicht. Ja. Das ist wunderbar. Sehr schön, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Ah, halt. Da muss es hin. Fortune 3 und ich brauche 40 Level. Deswegen wichtig, macht euch diese Brille. Und ich muss jetzt mal testen mit einem Hebel. Ich hoffe, dass ich hier irgendwann rumfliegen habe. Ob ich das Zeug ein- und ausschalten kann. Ledermäusis! Danke. Ja, Wasserhahn haben wir auch hin. Warum ist jetzt das wichtig? Also. Wir haben ja diesen Frame drin, ein Chase. Dann habe ich mir ein Buch gemacht, ein Fortune 3. Das ist einfach nur Fortune, zweimal rein, vier hat man. Vorne in den Amboss, dann hat man ein 2x2. Das macht man nochmal, dann hat man wieder ein 2. Und diese 2x2 haut man dann zusammen und dann hat man ein 3. So, und wie gesagt, es steht jetzt ja genau, wenn man jetzt dann hier drauf schaut, requires 40 levels, Fortune 3. Hoffe, dass ich jetzt gerade nichts falsch mache, weil sonst ist das jetzt gerade alles für die Katze gewesen. So, jetzt muss ich dann sneaken und zack. So, und jetzt habe ich diesen Frame gemacht und jetzt habe ich eine Enchanted Blade 3. So, die tue ich hier rein. Ich habe hier Bücher, 10 Stück, kann man auch mit dieser Brille erkennen. So, was ich jetzt aber noch nicht habe, ist Ink. Und ich habe mir es fast gedacht, der mag wirklich nur Ink. Ein bisschen Druck, dass man es dann nicht tauschen kann. Ah. So, und jetzt arbeitet er. Und et voilà, ich habe ein Buch. Ich habe ein Fortune 3 Buch. Und wenn ihr das erste Buch habt, legt es gleich wieder in diesen Table rein. Ja, wir haben jetzt wieder eins. Und wir haben noch eins. Also es das heißt. Ihr könnt euch sozusagen aus einem Buch drei Bücher machen. Dann baut euch wieder so ein Frame, der wohl nicht mehr weiß, wie es geht. Ich hoffe, dass ich noch genügend Zeug da habe, dass ich es machen kann. Natürlich nicht. Warum auch? Ich weiß noch nicht, ob ich genügend Seed Oil da habe.
Damals Seed Oil. Dann schauen wir uns mal an, wie man das macht. Im Chemical Bath. Muss ich nur noch finden. Mich kennen, habe ich keins. Oder wenn ich eins habe, weiß ich nicht wo. Reactor, Autoclave. So, dann schauen wir mal. Moment. Chemical Bath. Nimm mal halt das so lang. Das da. Okay, aber dann brauche ich vorher noch mal eine Pumpe. Das heißt, ich brauche mal vorher eine Motor. Das heißt, ich brauche zwei Eisenrods, bitte. Ich brauche hier Copperwire. So, wir gehen mal schnell nach außen. Nein, wir gehen nach oben, weil das sind die verzauberten Bücher. Legen wir jetzt mal hier rein. Stück. Motor. Eins. Den Rotor, den Probe. Eine Bronze Fluid Pipe. Momentan kann ich mir nicht mehr machen, weil ich momentan nichts da habe. So, hast dich wieder beruhigt? Wisst ihr noch, was ich das letzte Mal gesagt habe? Nehmen wir momentan wirklich fast am Stück auf. Zwei Folgen nichts. Und jetzt ist das zweite Mal nacheinander. So, dann brauche ich noch die Ringe. Dann müsste ich jetzt die Pumpe haben. Jawohl. Kommst du oben drauf? Ja. Import. Auch ein Tank. Ein. Da mein Stack reinschmeißen. Kriege ich jetzt gleich dann meine Sealed Wood Sticks raus. Wo wir brauchen. 8 Stück. Das können wir dann gut arbeiten, dass wir den nächsten Frame kriegen. Nur, dass wir es nochmal alles beieinander haben. So, den Seismomic, den werden wir demnächst mal ausprobieren. Auch können, dann bist du wieder. Neun Stück. Ja. Da noch mal. Nein. Könnte ja sein, dass da auch noch ein Rezept gibt. Ne? Aber wie gesagt, wenn jetzt ihr sneakt und habt die Level nicht, dann schiebt ihr das Buch rüber und es ist weg. Also immer wirklich. Also, für was mache ich das dann eigentlich? Ja, genau. Ihr könnt euch dort noch an diese schönen Tüten erinnern. Die, wo man bekommt, wenn man Quests abschließt. Die Lootbags.
Ja, und enchant, you feel that a bit more fortune might be a good idea. Enchant with a fortune 3 book. Die machen wir gerade. Und dann können wir die mal enchanten und dann mal gucken, ob da was Besseres rauskommt. Gleich aufsetzen. So, jetzt werden wir gleich den Unterschied sehen zwischen Brille und keiner Brille. Da steht jetzt halt nichts dort. Brille auch gleich hin. Auch erledigt. Oh. Haben wir auf jeden Fall schon mal ganz schöne Sachen jetzt rausbekommen. Ja, dann hätte ich gesagt, dann machen wir dann doch mal ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung, wo ich noch nicht war. Schauen wir mal, ob da was ist da dort steht. Ob der jetzt einfach sagt, ja, gibt's Erze. Das wäre natürlich doof, weil wir suchen spezielle Erze. Alles klar. Ich suche zum Beispiel momentan weil wir brauchen deswegen auch das Zeug gebaut. Denn wir brauchen für um den Magneten zu laden. Ist ja nicht schon schwer genug, diesen Magneten überhaupt herzustellen? Nein. Man braucht dafür auch noch eine andere Möglichkeit, die zu laden, also die Capacitor Bank. Genau. Oh, aber die kann man bauen. Und dafür brauche ich Basic Capacitor, Redstone Platten, LV Machine Casing, Medium Cadmium Batterien. Okay. Das heißt, wir müssen die zum ersten Mal herstellen. Aber wir müssen die Basic Capacitor herstellen. Und dafür braucht man Manganes und Tantalum. Und Tantalum ist, ja. Ein Beiprodukt. Tantalum-Ohr gibt es nicht. Das heißt, doch. Tantalum. Das muss man halt leider suchen. Tantalum herzustellen. Kann ich im Electrolyzer Samaras Gitte reinschmeißen oder Tantalit und Tantalit sind Grosula-Venen drin und Grosula, genau, Grosula und das ist das, was wir finden müssen. Helfen wir mal runter. Haben wir hier eine Kassiterit-Sand-Ader. Dann laufen wir jetzt mal so weit. Ah, schaut mal. Der nächste. Limonite. Bin ich eigentlich gerade? Laufen wir einmal über den Berg. Am liebsten würde ich um den Berg rumlaufen.
hast du denn einen richtigen Junk drin? Das ist jetzt ein Ort-Junk. Der interessiert mich noch nicht. Mich interessiert der nächste. Das ist ein Ort-Junk. Vanadium, Magnetitohr, Granate, genau, Granatik, Fuller's Earth, Magnetit, Gypsum, aha. Also, was wir ja wissen ist, das Ding hat einen Chunks 3x3. Also ich habe das jetzt sozusagen hier gemacht. Das heißt, ich bin jetzt... Ich vermute, dass ich diesen Bereich hier abgedeckt habe. 1, 2, 3. So, und er hat jetzt zu mir gesagt... nein, nicht cyclen. T bitte, danke. Er hat Vanadium, Magnetit, Granitik Mineralsand, Basaltik Mineralsand, Goldohr, Gypsumohr. Also das ist eine Magnetitader, die wir hier gefunden haben. Ja, das kann man ein bisschen sozusagen Ausschlussverfahren dann machen. Und dann weiß man das und man muss halt auf den Stein klicken. Laufen wir noch mal einen weiter. Wie viel Durability haben wir verloren? 625? Nein, 525. Also am coolsten ist es sozusagen, wenn man hingeht und eigentlich ein 1x1 hat. Wenn man jetzt genau weiß, okay, ich bin jetzt da über... Und was schreibt er bitte? Ja, das ist dasselbe in Blau. Nein, eigentlich ist es genau. Muss ich wieder aufpassen. Das gleiche, dasselbe. Ihr wisst, was ich meine. Mal beim Dorf. Guten Tag. Hier ist der Tagebau. Ja, Gypsum, Basaltik, Granitik. Man braucht halt erstmal, ich finde halt, man braucht nicht runterhüpfen oder runterrennen und erstmal runtergraben, sondern man hat zum Beispiel oben die Chance, aber ihr seht selber, da geht ganz schön Durability verloren. Wie gesagt, man kann die Dinger ja auch. Okay. Das ist jetzt Fuller's Earth. Okay, das ist jetzt so ein Großjunk wieder. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal rausgefunden, was wir sozusagen hier finden. Ja, und wie gesagt, das, was ich jetzt halt brauche, haben wir halt nicht. Und ich kann es auch nicht in meinen Ohrfinder reinpacken. Ein bisschen schade ist. Also das heißt, wir können den Magneten immer noch nicht einsetzen, weil wir die Capacitor Bank nicht bauen können. Weil da kommen Sachen dazu, dem ich noch nie was gehört habe. Aber ist halt so. Da muss man durch.
Dann hätte ich gesagt, auf dem Weg zurück könnt ihr ja bei mir in die Kommentare mal was reinschreiben. Und zwar auf dem Herzen liegt sozusagen Minecraft-mäßig. Falsch mache, was ich nicht mache, was für schöne Möglichkeiten es gibt, noch Erze zu finden. Alles unten rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao.